Servus miteinander. Ja, heute, wie ihr seht, geht es so ein bisschen um eine andere Kategorie von Druckern. Nämlich keine Bettschubser, sondern heute kriegen wir mal einen Sowohl SV05. Und ich schätze mal, da müssen wir ein bisschen mehr basteln wie normal. Deswegen sitze ich auch hier. Viel Spaß. So, ich habe mir die erste Schicht entfernt und was ich sehen kann, ist einmal ein eingewickeltes, das seht ihr vielleicht auch, ja, eine eingewickelte Bedienungsanleitung. Die fuddeln wir uns da mal raus. Was ist hier passiert? Das fühlt sich komisch an. Zeige ich euch nachher. So, und ein Glasbett, das Glasbett. Was hier noch? Aha. Ach, hier kann ich dann aussuchen, was ich will. Achso, jetzt, das ist extra. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Also wir haben hier ein Bett, 220 Watt, 24 Volt steht drauf. Okay, ist ja auch schon mal was. Ein Glasbett und da können wir das dann austauschen, wenn wir wollen. Okay, wir entfernen mal die nächste Schicht. Yeah, so. Da seht ihr nicht viel, das macht aber auch nichts, ich hole es sowieso raus. Also, jetzt stelle ich den wieder auf den Boden und dann schauen wir, was wir da so bauen müssen, können, wollen, sollen. Also einmal, you see it, müssen wir mal den Fokus ein bisschen verstellen. So, das wird dann wahrscheinlich die Bettaufnahme sein mit der Z-Spindel. Was soll es auch sonst sein? Okay, das ist schon mal zusammengebaut, das finde ich schon mal toll. Doch nicht so viel bauen. So, dann haben wir das nächste Teil. Oder die nächsten Teile. Da ist was verbunden. Okay. Interessant. So. Das ist jetzt einmal der obere Teil des Druckers. Oh, das ist auch schon alles zusammengebaut. Sehr nice. So, dann haben wir hier vermutlich das Mainboard drin. Jawohl, da ist das Mainboard drin. Ist klein, da geht dann die Spannungszusammen etc. alles raus, auch schön. So, Halter für irgendwas, wir werden sehen, wahrscheinlich fürs Bett. Ein Display, das ist ein Direct Drive, ja. Der hat direkt gleich seinen Kopf hier oben. So, hier sind noch lustige Sachen, natürlich wieder das altbekannte Toolkit, die Neta-Karte. Einen Filamentrollenhalterkabel, Klammern und so weiter und so weiter. Seht ihr nachher noch. So, dann haben wir noch den unteren Rahmen. Das müsste dann unten sein. Jawohl. So wieder aufgestellt. Würde ich sagen, das haben wir. So, so. Jawohl. Dann kommt das nochmal runter, aber ich denke mal, wir müssen damit anfangen. Die dem Ganzen natürlich als Erhöhung dienen. Dann haben wir hier das zweite Teil fürs Bett. Und ein dünnes, was haben wir da Schönes? Ein Netzteil, bei dem keine Leistungsdaten draufstehen. Wieso ist das hier offen? Das ist aber nicht schön. Wer macht sowas? Kommt das noch irgendwo drauf? Kann es sein? Hier steht ja wirklich nichts da. Keine Leistung. Hier? Auch nicht? Naja, okay. Sonst habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Gut, dann machen wir gleich weiter. Ich denke mal, hier würde es sich lohnen, einmal in die Bedienungsanleitung reinzugucken. Das mache ich jetzt noch schnell. Und wenn ich dann etwas schlau bin, sage ich euch Bescheid. So, in der Bedienungsanleitung steht drin. Ich habe jetzt natürlich die Schrauben noch aus dem Backel rausgezogen, wo ich vorhin gesagt habe, es gehört nicht zum Aufbau. Natürlich gehört es zum Aufbau. So, und das sind jetzt die M5x25. Und da, ich habe schon alles richtig gemacht. Das erste Mal. Und habe einfach mal das Portal unten, also den unteren Teil hingelegt. Und jetzt müsste ich von unten die Schrauben einführen und diese Schienen anbringen. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil wieder das ist ja meine Vendetta hier. Heißt das Vendetta? Nein, ist nicht meine Vendetta. Meine Achillesferse. Das war's. So. Also zum einen mal die deutsche Sprache natürlich und zum anderen mal, wie schraube ich diese Sachen hin, ohne die Löcher hier verkehrt zu machen? Ist immer so. Ich habe vier Sachen zur Auswahl. Ich habe hier ein Bild. Ich denke, ich stelle es jetzt genauso hin, dass es so vor mir ist.
So, also hier kommt das hin. Und also der Kabelkanal ist jetzt ein bisschen weg von mir. So schaut es im Bild zumindest aus. Und jetzt habe ich hier das Teil mit den Löchern. Und jetzt habe ich auch noch dazu eine Richtung. Und zwar, das müsste das untere sein. Hier ist mehr Abstand. Das gehört so hin. Ja. So. Ich glaube, das ist das Einzige, was man falsch machen kann. Hier. Hier. Die Nuten müssen immer nach innen schauen. Ja, ich glaube, ich habe es. Also Nuten immer nach innen. Gewinde hat er überall. Okay. So. Das heißt also jetzt jeweils 5x M525, genau, also das sind die 525er Schrauben, die haben 192 PS, also zumindest in der M50 Variante, als Vierventiler, wenn es ein alter 525er ist, dann hat er nur 170 PS. Ich hoffe, ich habe es jetzt immer noch richtig, ja. Also der M20er. M20 525 hat 170 PS. Das stimmt doch schon wieder nicht hier, oder? Ich bin hier schon nur noch, aber hier. Stimmt das? Ja, doch. Sieht komisch aus. Doch, haut hin. Wenn wir schon bei E34 sind, das ist natürlich bei den E30 und E36 gleich. So, haben wir hier auch 530er dabei? Ja, ich glaube, wir haben sogar 530er dabei. 530er hatten, das sind die 525er Schrauben. 420 ist außerhalb meiner Zeit. 410er gibt es gar nicht. Doch, hier ist ein 530er, gibt es ein paar weniger. Da gibt es einmal die V8 Variante, M60 B30 und einmal die V6 freilich, die Reihen 6er. Das war das M30. M30 B30, glaube ich, war es. Bin mir jetzt nicht sicher. Wo ich aber tatsächlich. Wo? Warte mal. Tja. Also jetzt haben wir die mal fest. Ich muss aufhören, so viel Blödsinn zu labern. Was heißt Blödsinn? Stimmt nicht. Ist ja kein Blödsinn. Passt noch nicht zum Thema. Also Themaverfehlung quasi. Und jetzt schraubt er auch noch die Schraube wieder auf. Yay. So. Wenn ihr glaubt, ich habe einen Schlaganfall, ich habe keinen Schlaganfall. So. Meine Frau hatte einen M20 B50. Nein, andersrum, Quatsch. M50 B20. So, also jetzt habe ich gesagt, die hier nach innen. Hier gibt es keinen Unterschied mehr. So und so. Also hier kann ich eh nicht durch. Das ist okay. Also da kannst du nicht viel falsch machen. Der hatte 150 PS. War auch ein schönes Auto, aber meine Frau hat sich eines Tages an meinem Geburtstag gedacht, sie bringt mir dieses Auto mal etwas kompakter nach Hause und dann war alles kaputt. Aber die Ersatzteilversorgung damals war super, dann haben wir für 300 Euro einen kompletten Totalschaden wieder in ein Auto verwandelt. Sah zwar lustig aus, weil es etwas bunter war, aber es hat funktioniert. So. Und was man natürlich noch dazu sagen muss, oder? Dieses Auto hat genauso viel Benzin gebraucht, wenn es meine Frau gefahren hat, wie mein Auto, also mein M60 B40. So. Es kann mir nichts passieren, es kann mir nichts drauf fahren. Hier gibt es noch eine Hürde. Die hier. Die Löcher müssen nach oben. Okay, das war ja schon mal easy. Jetzt ziehen wir die nochmal nach. Damit da nichts schief läuft. Ich finde ja schon mal schön, dass der Rahmen zumindest schon beieinander ist. Ich meine, dadurch wird die Packung auch nicht größer. Huge. Sinn. We go. Eine Seiten weiter. So, dann kommt jetzt der obere Krams drauf. Muss das obere erst drauf, ja? Nicht irgendwas anderes? Nee, oben. Okay, läuft. Wir nehmen das und bauen das da drauf.
So, wo muss jetzt mein... Ja, mein Kabelkanal muss immer noch da drüben stehen. Jawohl. Okay. Und das Sowohl muss zu mir schauen. Sowohl steht hier. Ui, opa. Okay. Okay, sieht schon mal nach Druck aus. Also das, da spart man sich schon einen Haufen Arbeit, wenn man diese Einspannsache nicht machen muss. Also wie damals beim Sapphire. Ich spreche jetzt immer vom Sapphire, auch wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche. Und ja, da musste man ja alles komplett alleine machen. Hier ist alles soweit schon mal vorbereitet. Also Riemen ist drin. Das ist drin. Was ist jetzt doch noch angefahren? Weiß ich auch nicht. So, wir brauchen jetzt hier wieder mal unsere 525er Schrauben. Jawohl. Und die kommen jetzt einfach seitlich rein. Jawohl, okay. Also die kommen jetzt immer hier rein. Das sind immer diese lustigen Löcher. Hier seht ihr den. Da ist das Loch. Und da kommen die rein. Also bisher null Probleme, wie Alf sagen würde. Also einmal von da. Ah, und von oben noch einmal. Okay, also jetzt soll man vielleicht nicht gleich komplett festschrauben. Weil es ja durchaus sein kann, dass man ja noch ein bisschen wo schieben oder ziehen muss. Sagt er und hat es sofort falsch gemacht. Ja, schmeißt es den blöden Schlüssel wieder ab. So, zwei Stück haben wir noch, dann müsste es passen. Also einmal hier oben wieder. Aha. Hier ist was gebrochen, sehe ich gerade. Das ist nicht schön. Muss ich euch zeigen. Jetzt weiß ich auch, was dieses Knacken gerade gemacht hat. Das war der hier. Und auch gleichzeitig der hier. Schade. Das war nicht gut. Es hat sich deswegen so komisch angefühlt. Naja, ich hab's. Naja. Ich schraube es jetzt mal fest, dann die Winkel kriege ich ja schon noch irgendwie hin. Ja, deswegen fühlt sich das da auch so seltsam an. Naja, gut. Ich schraube es jetzt mal zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das viel ausmacht. Hier ist halt von dem jetzt der Endschalter drauf. Macht das eigentlich nicht. Fest sind sie trotzdem. Es kann jetzt sein, dass das wirklich nur für den Transport eigentlich wichtig war. Weil jetzt hält ja im Prinzip, jetzt halten ja die Teile hier den oberen Teil zusammen. Aber zur Not drucke ich halt jetzt einfach noch was. Das ist ja kein Problem. Dafür haben wir ja die Drucker. Aber wie gesagt, also das kann glaube ich durchaus mal passieren. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich damit jetzt ruppig umgegangen bin. Aber gut, passiert sowas. Wo gehobelt wird, fallen Späne, hat der Meister Ira gesagt. Nein, das hat er nicht gesagt. Irgendjemand anders hat das gesagt. Und spätestens, wenn ich das jetzt festschraube, dann sollte das eigentlich passen. Ja, schön ist hier, dass der Riemenspanner da drauf ist. Die anderen Riemen werden gespannt über die hier an der Seite hinten. Also einmal hier, einmal da. Das schauen wir uns aber nachher noch genau an. Musste sein. Es hat sich nichts geändert im Laufe der Jahre. Die Schwerkraft ist immer noch dieselbe. Sen, da müssen... Front ist hier, würde ich sagen, bei mir, jawohl. Und wo die Front ist, sagt er, müssen jetzt Sachen dran. Z-Achse jetzt hier, da kommen jetzt einfach nur zwei Schrauben da rein, unten auch noch zwei Schrauben und dann hängt auch schon die Z-Achse da dran. Das haben wir jetzt gerade gemacht, also da vorne kommt jetzt dann das Display hin, hier ist der Kabelkanal und der Rest hier ist ja eigentlich alles schon vorbereitet soweit. So, einmal, zweimal, hier muss dann das zweite Loch sein, kann ich sogar blind, ja? Gut, es ändert sich jetzt nichts zum Normalzustand bei mir. Das jetzt so mache oder ob ich direkt hinschaue, ist mittlerweile wurscht. Okay, Z-Achse soweit gut. Jetzt kommt das Bett zum Einsatz. Dann würde ich sagen, ja, das ist auch gar nicht so schwer. Das wird wahrscheinlich das hier nach hinten gehören, jawohl.
Und da gibt es jetzt M4x10er Schrauben, die müssen dann da drauf. Muss es oben drauf? Ja, muss es. Das sind dann die M4x10er Schrauben. Ich höre da schon wieder was. Was mir Schaudern auf den Rücken lässt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an das Geräusch, das der Sapphire gemacht hat. So, okay. Da sind jetzt ca. 300 Schrauben. Was ist noch was? Nein. So, nächster Schritt. Jetzt kommen diese lustigen Halter. Und die Halter kommen ans Bett und von hinten diese Klammer dran. Okay, hier habe ich schon gesehen. Da ist eine und da ist eine. Also da haben sie jetzt so Plastikklammern hinten, die das Bett halten sollen, dass es nicht nach vorne runterhängt. Wie sie es auch beim Sapphire tatsächlich gemacht hat. Nu, jetzt soll ich die Nuten schnell da reinstecken? Halten die wenigstens? Natürlich nicht. Das wird jetzt eine interessante Geschichte. Das da reinstecken, festschrauben ohne... Oh Gott. Wie viele Hände brauche ich? Weiß ich nicht. So, dann kommt jetzt hier der... Wie kommt das Display denn jetzt auf einmal hin? Achso, jetzt soll ich das Display hinbauen. Okay. Verstehe ich. Ich verstehe. Aber es ist lustig, dass jetzt hier von so einem kleinen, also von so einem riesen Unterbau auf so ein kleines Mini-Gehäuse gekommen sind. Haben sie gesagt, okay, wir lassen jetzt. Was heißt die sind? Das stimmt ja gar nicht. Aber überhaupt halt. Finde ich nicht schlecht. Aber es ist halt die Frage, wie laut ist es dann? So, jetzt muss dahin einmal ein Netzteil. So, dieses Netzteil. Aha, okay, deswegen ist auch dieses Teil hier offen. Weil man so nicht hinkommt, oder wie? Naja, wird sich zeigen. Dieses Netzteil kommt vor. Einfach da vorne hin. Ja. Ah ja, klar. Hier sind ja die Löcher wieder fürs Netzteil. Das kenne ich ja. Irgendwoher. Ist aber trotzdem hier. Da kann man reinfassen. Warum? Das ist doch nie witzig. Da wenn du reinfasst und ein Kind hast, das da rumfingert, ist nicht gut. Aber warte mal, jetzt drücken wir den hier noch runter, vielleicht geht es ja da weg. Aber gehen wir so hin, den nach hinten raus und den hier rüber, vielleicht kommt man da nicht mehr rein. Aber ja, ich komme auch noch rein. Also wenn ich reinkomme, kommt ein Kind auch rein. Schräubchen, da. Das werden die hier sein, gehe ich davon aus. Verstehe ich wirklich nicht. Es ist eigentlich ohne Not hier unten offen gelassen. Das ist wirklich keine Not. Check ich wirklich nicht. So, dann haben wir den Idioten noch. Ich zeige es euch jetzt noch. Also vom Konzept her gut, aber warum lasse ich da unten offen? 155 mm soll er vom Boden weg sein. Ich glaube, ich meine da ein bisschen mehr, weil sonst... So, dann hätten wir noch den hier, der kommt dann da oben dran. So, wo kommt der hin? Der kommt einfach hier runter. 55 mm. Wie rum? So rum. Sonst haben wir hier nichts. Doch, das Display muss noch dran. Ohne Display keine Bedienung. Erstmal. Am besten machst du es vor einem Kartenleser. Sag einmal, bist du deppert? Jetzt habe ich dir doch gerade daneben da. Hallo? Das ist ein Nutenstein. Deine Eigenschaft sollte sein, dass du ziehst dich jetzt da rein und ziehst das jetzt fest. Willst du nicht? Muss man nachhelfen. So, also. Jetzt müssen wir dann noch Puzzle spielen, wo wir die Stecker einstecken. Oder ist das hier schön beschrieben? Man weiß es noch nicht. Schawupp. Was ich immer schön finde, ich muss kein Kabel durch irgendwelche Schläuche durchziehen. Das ist ja schon mal was. So, bla bla, bla blub, Display, Power Supply, anstecken, machen, find the letters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawohl, und dann geht's auch da schon los. Also okay, dann kommen wir jetzt zu den Kabeln. Dann haben wir einmal den Stecker hier, der kommt vom Netzteil.
Ist auch ein bisschen komisch hier, aber gut. Echt zu nah dran. So, jetzt. Ich finde es trotzdem immer noch weird, dass ich hier reinfassen kann. So, hier steht das Y drauf. Der wird wahrscheinlich dahin gehören. So. Jetzt haben wir hier noch einen. Was bist du? Was steht da? Da steht auch Y. Dann wird das der Endschalter für ein Y sein. Schwupp. Mhm. Ach komm, da war es auch gerade fast drin. So, zack. Okay, also so, so. Der Rest sieht jetzt noch ein bisschen. Naja, das ist angesteckt. So. Was mir nicht gefällt, ist, das eiert wie die Hölle. Ist aber auch deswegen, weil er einfach meiner Meinung nach schief ist. Buh. Naja. Ja, das ist natürlich wieder bestes. Beste Ingenieurskunst hier. Ne, der muss schon rein. So, den Strang hier habe ich jetzt mal da noch mit Kabelbinder befestigt. Den hier habe ich nochmal ausgesteckt und von unten geführt. Weil wenn du das von oben machst, dann fährt er dir ja immer gegen den schönen Schalter hier. Und ja, jetzt muss ich den halt noch irgendwo da unten festmachen und dann einmal einführen hier unten und dann noch einstecken und dann ist gut. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber ich bin der Meinung, das ist eindeutig auf der Welle hier schief. Wenn man schaut, wie sich der Motor bewegt. Der bewegt sich immer hier hin und her. Mal schauen, dass ich den nochmal aufbringe und da was ändere. Oh, Herr. When you see it. So, ich habe jetzt die Welle einfach mal gegengebogen. Also immer dann, wenn sie quasi so stand, habe ich sie darüber gebogen. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so tragisch aus. Zwar immer noch, aber nicht mehr am 4 cm Versatz. Jetzt mache ich mal da hinten den Spanner noch auf und schraube es mal hier nochmal fest. So. Jetzt fühlt sich das schön an. Viel schöner. Ja, ich weiß natürlich wieder nicht, wo ich was anstecken muss. Ich entscheide mich jetzt für den linken. Da fange ich an zu lesen, also nehme ich den. So, dann wollen wir mal gucken hier, was er da macht. Saft. Ich kann was hören. Oh, ist erstmal okay. Das ist erstmal okay. Wieso geht das Display nicht? Weil ich es falsch angesteckt habe. War ja klar. Dann nehmen wir den hier. Huda. Jetzt muss ich nochmal neu starten, weil er das zum Initialisieren braucht. Sowohl, very nice. Okay, also das gewohnte Creality-Menü. Sehr schön, also malen quasi. Läuft ein bisschen. Weiß nicht, läuft das schnell? Eher eigentlich nicht. Aber gut. Was haben wir hier Schönes? No Media, ist klar. Jetzt läuft alles so ein bisschen. Warte mal. Wir machen gleich mal eines. Naja, da haben wir das nicht drin, was ich suche. Okay. Jetzt schauen wir eines weiter. Was möchten die von uns das hier zuerst machen? Wir sind nämlich jetzt eigentlich fertig, Freunde. So. Ist aber tatsächlich angenehm leise. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Bad Leveling. Click Bad Tramming. CXYZ Printer automatically return to zero. And the CR Touch will finally stop at the center of the bed. Ja. Piece of paper. Ja, machen wir halt einmal. Jetzt machen wir mal Bad Leveling. Auto Home. Also er hat tatsächlich eine normale Bed-Level-Funktion, die heißt hier Bed-Tramming. Was auch immer Bed-Tramming sein soll. So. Okay. Next. Next.
Okay. Witzig. Ich komme hier schon nicht drunter, obwohl ich den voll angezogen habe. Ja, da komme ich nicht drunter, Freunde. Das funktioniert so nicht. Der steht hier schon an. Wahrscheinlich daran, dass das Bett hier hängt. Hier genauso. Habe ich da noch ein Stück weiter? Eher nicht. Nein, ich stehe hier voll an. Mehr kann ich nicht tun. Mehr kann ich tatsächlich nicht tun. Okay. Ja, hier bin ich auch schon zu nah dran eigentlich. Nochmal. Boah. Ist hier jetzt wieder? Aha. Also ich stehe da hinten voll an. 0,05 passen da nicht drunter. Hier, tschück. Ente. Mal schauen. Den Z-Offset höher setzen nochmal. Ja. Okay, wir haben gehomed. Mehr ist noch nicht passiert. Ja, jetzt mal eines. Bed Leveling. Level Bed, Probe Offset. Ich würde jetzt gerne trotzdem erstmal eines machen. Machen wir mal Probe Offset. Wir sind jetzt ganz schön weit oben. Wir brauchen mal wieder unsere Leveling-Folie. So, das ist magnetisch hier. Hey. So, wo sind wir? Wo ist denn das? Warte mal. Nochmal zurück. Jetzt pass auf. Machen wir es wie beim anderen. Prepare. Move Axis. Move Z. Bei Z müsste auf 10 mm stehen, jawohl. Move 1 mm. Da kann ich nicht zurück. Okay, der ist also jetzt auf Position, wo er sagt, er möchte nicht mehr weiter. Runter kann ich, jawohl. Okay, hoch nicht. Dann müssen wir jetzt den Z-Versatz einstellen. Das ist halt so. Zurück. Bad Leveling, Z-Offset. So würde ich sagen. 1,970. Jetzt müsste ich halt wieder 0,05 abziehen. Das lasse ich jetzt aber mal. Bei diesen Betten mit dieser Auflage habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ruhig ein bisschen höher sein kann. So, jetzt machen wir Level Bed. Dann würde ich sagen, heizen wir mal vor. Was ist denn hier auf der Karte drauf? Ich will natürlich erstmal wieder... Wo ist meine... Super Netag-Karte. Wo bist du da? Da ist sie doch. Nö, nee, das ist auch nicht so schlecht. Also von Geräuschkulisse her ist das lauteste, was geht anscheinend. Das ist okay. Das ist echt okay. Und was ich schön finde, tatsächlich gleich Direct Drive. Das ist schön. Und, na gut, ich meine, das könnte man natürlich noch ein bisschen schöner machen. Aber das kommt jetzt von der Verpackung her. Das tun wir darauf. So, mit dem habe ich noch mehr vor. Das ist das Schöne. Da wird kein Malen drauf bleiben. So, jetzt sind wir bei 56 Grad. Lassen wir noch ein bisschen hochheizen, eine Zeit lang durchheizen das Ganze. Wo ist eigentlich meine Pistole da? Nein, ich will niemanden erschießen. Ja. 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 Ja, sieht nicht schlecht aus. Sind wir überall bei fast 60 Grad. Jetzt würde ich sagen, den wir nochmal leveln. Level Bed. Jawohl. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Print from Media. Ich hoffe, dass der das speichert. Man sieht nichts. Das ist das Schade. Das ist das Schade. You know. Print.
Ui, jetzt hört er wieder auf zu blasen. Ist auch lustig. Aha, da weiß jemand, dass er nicht im ersten Layer den Fan braucht. Das mag ich, ja. Und? Ich habe keine Ahnung, was für Temperaturen. 200 Grad, das müsste passen. Oder habe ich hier meinen... Sieht ein bisschen so aus, als wäre ich ein bisschen zu niedrig. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt eine Lampe, die hat 200 Durchmesser und die sollte jetzt eigentlich das komplette Druckbett einmal ausnutzen. Heißt, ich sehe auch gleich, ob das Leveling passt oder nicht. So, jetzt habe ich mal 150% Geschwindigkeit eingestellt. Das ging mir alles zu langsam. So, jetzt geht sie ab, die wilde Luzi. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Dreht sich schon ganz schön schnell. Dass dann was wird. Ich bin ziemlich gespannt. Naja, geht schon, ne? Würde ich sagen. Jo. Ja, das ist ein nettes Ding. Ist halt kein Core XY. So, wir sind ready. Das ist jetzt eine Abdeckung für meine Wohnzimmerlampe. Können wir uns mal angucken. Ja, so ein paar Sachen könnte man noch schöner haben. Ja? Jetzt habe ich 1,2 mm genommen. Von hinten sieht es besser aus. Aber das sieht man auf die Entfernung tollerweise nicht. Wenn man nur weiß. So, und weil es mich jetzt interessiert hat, was da drin ist, da ist ein Creality Board 422 drin. Das bedeutet doch, wenn ich ein Sonic Pad hier habe und ich habe hier ein Creality Board drin und das Ding ist im Prinzip, was ist das dann, ein Ender 6? Dann probieren wir doch nochmal was aus. Ich habe hier einen Kartenleser und ich werde ihn benutzen. Ja, das weiß ich. Ich möchte einen neuen Printer. 4. So. Ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Ender 6. Ist ein Ender 6? Ja, eigentlich schon, oder? STM32, ich würde sagen ja. Auch wenn es Quatsch ist, was ich jetzt mache, es kann auch in die Hose gehen. Glaube ich zwar nicht. Flash. Ist written. So, wir sind hier beim Sowohl. Ich lege jetzt die SD-Karte ein. Ich lasse das jetzt mal hier draußen. Vielleicht muss ich sie gleich rumflashen. Jetzt bin ich verkehrt rum, weil das eigentlich andersrum gehört. Okay. So. Und schalten wir den ein. Das Display muss ausbleiben. Das ist schön. So, und jetzt stecken wir den mal an. Wenn es nicht ein bisschen überstrahlen würde. Also, please power on the printer, habe ich gemacht. Next. So, jetzt schauen wir mal, was er macht. Schauen wir nochmal. Show me the schematic, habe ich gemacht. Jawohl. Kann sein, dass ich den Drucker nochmal neu starten muss. Successfully. Next. Next.
Selbsttest. Jetzt mache ich mal den Selbsttest durch. Also jetzt ist leider alles verkehrt rum. Also er würde gerne in die Richtung homen und die Endschalter sind schon getriggert, obwohl sie noch gar nicht in der Endschalterposition sind. Jetzt probieren wir einen anderen Drucker. Dann würde ich sagen, wählen wir mal den hier mit CR Touch aus, also Ender 5 Pro ABL. Gucken wir mal, ob das was ist. Next, okay, wir machen das nochmal. Also Ender 5 war richtig, er hat jetzt gehomen, ganz normal, er hat überall, also die Enderschläge passen alle. Jetzt müssen wir noch die Probe Calibration machen. 4 runter. Schauen wir mal, wie es aussieht, ja. Also ich mache das mal durch und dann probieren wir aus. Jo, jetzt gucken wir mal, was das wird hier mit uns zweien. Der sollte jetzt ja eigentlich hier, wie sieht das, da ist nichts mehr drauf. Jetzt sollte es dann eigentlich losgehen. Ja gut, wir brauchen noch ein bisschen 210 Grad, brauchen wir noch. Und dann schauen wir, wie der fetzt. Und ob er auch schneller fetzen kann. Ich habe es aber nur stümperhaft meine Rotation Distance eingestellt, weil ich keine Lust hatte. Ich habe nebenbei noch ein paar Benchmarks mit meinem PC gemacht. So, mach ich nicht. Ja, hier passt meine Rotation Distance natürlich noch nicht. Die 7 auch hier schön. Nehmen wir nochmal ran. So, der Suvo läuft und jetzt machen wir gleich noch eine ADXL-Messung und dann lassen wir den mal so richtig laufen. So, noch ein bisschen nachjustiert und jetzt läuft es meiner Meinung nach. Jetzt sehen wir schon, dass die andere Seite auch noch passt. Und jetzt werden wir da mal einen schönen Druck machen. So, wir befinden uns jetzt in Moonraker auf dem Sonic Pad und ich zeige euch ganz kurz noch, was ich alles geändert habe. Also wir schauen mal auf die Machine Settings, dann gehen wir einmal in die Printer Config und ich habe Folgendes noch hinzugefügt und geändert, denn der sowohl hat eine andere Z-Spindel wie der Ender 5. Und da musste ich natürlich das noch anpassen und dann habe ich hier meine Rotation Distance. Ich glaube es waren 4, jetzt habe ich sie auf 8 geändert. Und was habe ich noch geändert? Es war die Maße des Druckers habe ich noch geändert. Und ich habe noch geändert einmal die Sektion hier, einmal Display, damit auch das sowohl Display funktioniert. Und beim Badmesh, das habe ich auch noch angepasst hier, damit das auch passt. Und lass mich mal schauen, was habe ich hier noch eingetragen. Genau, Endstopp 220 hier habe ich eingetragen, Y220 hier, Z habe ich 300 drin, das passt auch soweit. Und wie gesagt, den Rest unten, das Display habe ich noch eingetragen, damit das funktioniert. Vielen Dank dafür übrigens, Robert, für die doofe Nachfrage, warum mein Display nicht funktioniert. Wenn man es das erste Mal macht, weiß man es halt nicht. So, Safe Sea Home. Passt auch soweit alles. Also ich habe alles soweit eigentlich gelassen, bis auf ja eben diese paar Sachen, die ich jetzt noch einstellen musste. Wie gesagt, das Übelste eigentlich war, dass die Z-Spindel eben der andere ist und dass mein Drucker dann eben in Z natürlich das Doppelte gefahren ist von dem, was es eigentlich fahren hätte sollen. So, jetzt mal der Unterschied. Hier haben wir Moonraker und ja, bei Moonraker fehlt mir so ein bisschen was, das was für die Anfänger ziemlich gut ist bei Fluid. Also wir gehen mal hier nochmal rein. 150. Und jetzt seht ihr das Ganze nochmal in Fluid bei der Konfiguration, Printer Config. Und jetzt seht ihr hier gleich, also das würde mir in Moonraker tatsächlich noch fehlen, das finde ich wirklich gut, ist diese Geschichte hier. Also ich habe hier überall die Dokumentation gleich griffbereit. Also ich muss nicht extra nochmal bei Google irgendwas suchen, sondern ich kann mir das angucken und sagen, ja, was ist denn jetzt da beim BL Touch, was muss denn da einstehen? Oder bei Safe Sea Home oder bei Display. Also bei Display schaut es zu mir, zack, klicke ich hin, schon bin ich auf der Clipper-Dokumentation. Und das finde ich schon ziemlich gut. Also bevor ich jetzt da wieder auf Google gehe und nochmal neu raussuche, das finde ich toll bei Fluid. Da wäre bei Moonraker noch ein bisschen was, wo man sagen könnte, ja, das könnte man noch ändern. So, jetzt habe ich natürlich noch den ADXL-Test gemacht. Da sind jetzt die Einträge hier unten irgendwo drin. Die schreibt automatisch rein, da müsst ihr gar nichts machen. So, und weil das Ding eben wie ein Ender 5 aufgebaut ist, also Ender 6 war falsch, war alles falsch rum, deswegen Ender 5 genommen und den noch ein bisschen angepasst. Die Printer-Config könnt ihr bei mir natürlich runterladen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die. Dann könnt ihr direkt das auf eure SD-Karte packen, wenn ihr ein Sonic Pad habt und könnt ihr direkt einfach loslegen. Reinschmeißen, zack, drauf und schon ist der Drucker richtig eingestellt. Dann schaut die Sache gut aus und ihr müsst nicht mehr viel machen. Könnt ihr verwenden, euren sowohl. So, Display kommt dann eben sowas hier, wenn ihr das Ganze mit Clipper Flash und das Display benutzt. Ihr seht hier 45 Grad hat er, 60 Grad will er.
Danach kommt das hier, Feedrate seht ihr auch, kann einstellen. Was ich hier aber nicht kann, meiner Meinung nach, was ist hier eigentlich? Octoprint. Pause. Ah, hier kann ich pausieren und okay. SD-Card, Control. Da kann ich auch noch alles machen. Was wichtig tatsächlich für mich war, war jetzt die Sache mit Octoprint hier. Ich weiß nicht, warum das Octoprint heißt. Pause und abbrechen. Denn wenn man schnell mal was machen will, dann kann man da rein. Aber das wäre natürlich schön, wenn es dann auf der gleich auf der zweiten Seite irgendwo einfach nur abbrechen geben würde. Das ist ja das Wichtigste. Hier seht ihr so ein paar Skirts und sowas. Schön. Aber ihr seht auch, mit dem Drucker wurde gearbeitet. So. Die Z-Spindel hat eine andere Steigung wie die vom Ender 5. Deswegen ist er anstatt 5 mm immer 10 mm gefahren zum Beispiel. Oder eben anstatt 5 cm 10 cm. Und natürlich auch anstatt 0,2 Leerhöhe 0,4 Leerhöhe. Was natürlich Folgendes erklärt, dass der erste Layer noch relativ okay aussah, denn den fahre ich glaube ich mit 0,1, also war es 0,2 Layer, und dann hat er 0,4 draus gemacht, was natürlich so aussieht. Es gibt ein eine neue Version. Current Latest. Das stimmt aber nicht. Wenn das. Machen wir Download, komm. Machen wir. Aber die Version ist ja wohl dieselbe. Wir gucken, was passiert. Ja, was gibt es ansonsten zum Sowohl SV5 zu sagen? Ihr habt es gesehen, der Aufbau ist relativ leicht, ist auch schön beschrieben. Er ist nicht besonders laut. Also sagen wir es mal so, er ist leiser wie die Creality's und er ist ja eigentlich von den Bauteilen her schon großteils Creality-Zeug dran. Also gerade das Board, gerade der CR Touch. Beim Direct Drive bin ich mir nicht sicher, das ist eher so eine, ja, das hat einen Titan-Extruder. Aber auch hier muss ich sagen, wieder das Titan-Extruder-Problem. Wenn man das Filament nicht schräg anschneidet, tut man sich teilweise sehr schwer, das einzufädeln. Also das habe ich schon bemerkt. Dann, ja, was haben wir sonst noch alles Schönes drin? Vom Prinzip her schön aufgebaut. Das Einzige, was mir fehlt, vielleicht habe ich ihn einfach nicht gefunden, war ein Filamentsensor. Aber es gibt auch kein Kabel zum Filamentsensor. Vielleicht gibt es den einfach auch deswegen nicht. Ist mir jetzt aber auch ziemlich egal, das passt schon. Aber der Rest vom Aufbau her war einfach, kann man nichts sagen. Das Zeug da hinten habt ihr ja gesehen, aus der Packung raus, das kann natürlich vom Transport gekommen sein, dass der eben verzogen war. Ja, ihr habt auch gesehen, die Winkel, die abgebrochen sind, haben eigentlich gar nichts ausgemacht, das war vollkommen egal.
Ja, aber ich kann jetzt hier eben schön schnell drucken mit diesem Gerät. Also das ist jetzt mal kein Bettschubser, ist mal was anderes. Was ich ganz schön fand, ihr hört auch jetzt momentan nur das Netzteil. Also es tut ein bisschen rauschen. Wenn es dann losgeht, ist es dann der Bauteilkühler, der etwas, ja, den man hören kann tatsächlich. Und ja, was halt da auch wieder ist, wie bei den anderen Creality-Sachen, der Mainboard-Kühler geht nur dann an, wenn der Bauteilkühler angeht, ist dem geschuldet, weil es auf dem Board keinen separaten Anschluss gibt. Also die gehen immer nur gleichzeitig los, was bei den ersten Layern ein bisschen komisch ist, auch wenn man irgendwas drucken sollte ohne Bauteilkühlung, ASA oder sonstiges, weiß ich nicht, ob das dem Board so gut tut. Vielleicht sollte man einfach da die 24 Volt oder was abgreifen und sollte einfach dann den dauernden Kühler dran machen, wäre vielleicht klüger gewesen. Aber ansonsten, ihr habt gesehen, also problemlos flashbar mit dem SonicPad. Printer Config gibt es bei mir verlinkt, braucht ihr euch keine Gedanken mehr machen. Also da habe ich die ganzen Anpassungen für den Stock sowohl S05 gemacht. Ist ein schönes Teil. Ender 5 habe ich mir sagen lassen, ist jetzt, ja, hat kein Direct Drive zum Beispiel, also da habt ihr einen Vorteil dabei. Und vom Preis her kann ich jetzt gar nicht sagen, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ja, Stand Januar sind wir jetzt bei $269 für dieses Gerät auf der Sowohl-Seite selber aus dem EU-Lager, habe ich gelesen. Und dafür finde ich das Ding eigentlich ziemlich gut. Also, wie gesagt, vorher beim Aufbau habt ihr ja gesehen, ja, die Rahmen sind schon mal vorgefertigt. Ich schnall's eigentlich nur noch meine paar Teile dahin, Netzteil dran. Dann ist gut. Ja gut, das Einzige, was ihr jetzt dann vielleicht noch seht im Anschluss, ist die Montage von den Betthaltern. Und auch nochmal zum Sagen, hier unten druckt euch da was. Also alles andere ist Quatsch. Meiner Meinung nach ist das Ding fast gemacht für Clipper, denn ja, auch ihr seht beim Display vielleicht, das Display funktioniert jetzt und es ist auch schneller als vorher mit der Marlin. Also die Marlin ist da schon etwas ausgelastet, möchte ich mal behaupten. Und deswegen habe ich den auch natürlich gleich auf Clipper umgeflasht. Ja, ein schönes Gerät, kann ich tatsächlich sagen. Auch in Verbindung eben mit dem SonicPad, ein tolles Teil. Kann man relativ schön flashen. Die Printer-Config findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Fährt's euch, drückt's mit den Abonnenten und die Glocken. Ciao. Oh, nee. Jetzt machen wir erstmal die anderen Nutenscheine auch raus. Wo sind die? So. Anders geht's ja nicht. Alles fällt. Ja. Ja, muss schon. Mhm. Hurra! Brutal. Machen wir einen Schnitt? Nein, denn genau das ist das, was ihr ja sehen wollt. Ich weiß es. Das wollt ihr sehen, wie ich mich hier quäle und die Nutensteine da hineinbringen muss. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten da? Ja, am besten. Dümmsten und besten. Drehen wir den einmal. Und jetzt muss ich hier, ne, so rum. So rum am besten. Machst du mal hier wieder den Fuchs drauf. Ich hoffe, dass du das raffst. Machst du das eigentlich? So, und jetzt müssen von vorne die Nutensteine dran und ich kann sie nicht sehen, aber fühlen. Okay. Dann brauchen wir viel Gefühl. Ich versuche es mal erst mit einem unteren. Ich steck das mal durch, ja. So. Passt ja. Ja. Okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber es geht zumindest bei den unteren jetzt erstmal ganz gut. Jawohl, da wird es jetzt geil. Okay, weil da komme ich definitiv nicht mit meinem Daumen hin. Alter. Ja. Warum? Wo fällst du jetzt hin? Boah.
Aber das war ja irgendwie klar. Das war doch irgendwie klar. Welcher Ingenieur hat sich das ausgedacht? Komm schon. Jetzt komm. Geh weg von meinem Finger. Nein. Manchmal hasse ich es, wenn es magnetisch ist. Ist es magnetisch? Nein. Anders. Das eine Mal ist magnetisch sein super, das andere Mal ist magnetisch sein beschissen. So, jetzt glaube ich, habe ich es. Komm. Na, raus. Raus, habe ich gesagt. Raus. Mhm. Ist denn schon mal magnetisch sein wieder super? Wo sind wir? Ja, das, genau das hatte ich halt befürchtet. Ah, kleiner Finger geht. Na? Komm schon, bitte, beiß. Ich kann euch gleich sagen, wenn euer kleiner Finger größer ist wie der kleine Finger, dann müsst ihr euch jemanden suchen, der für euch diesen Nutenstein hält. Sonst kommt er dann nicht rein. Der sagt, die Klammer hier, da kommst du nicht rein. Ja, das passt. Genau, also dicker darf er nicht sein. So. Hier vorne bin ich. Da vorne bin ich. Komm her. So. Ja, ein Traum. Ja, jetzt habe ich noch eins vor mir. Nein. Oh. Oh Gott. Mhm. Also den wieder hin. Und hier wieder reinpopeln. Zuerst den. Wieso ist sie eigentlich so hell? Ich weiß auch nicht. Ist egal. Lass es. Komm. Ja, wo willst du denn hin? Und? Ja, ja. Ich bin durch. Also drin. So. Der nächste bitte. Jetzt machen wir den unteren, hinteren. Jawohl. Also so geht es glaube ich am besten. Wenn ihr mit dem oben anfangt, der ganz in der Ecke ist, wo man eigentlich denkt, man kommt auf keinen Fall hin. Das geht eigentlich ganz gut. So. Ja, nach der 10. Schraube könnt ihr das dann. Dann könnt ihr euch einstellen lassen. Jetzt ist die Schraube weg, oder was? Oder habe ich... Naja. Nein, das kann nicht sein, die waren da drin. Da. Hier ist sie.
Yeah. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, das ist halt auch so, dieses Plastik. Naja, es muss nicht viel halten, es muss nur ein bisschen stabilisieren. Okay, haben wir geschafft. Das ist ja schon mal toll. Nein. So. Danach soll... Ja, ich ziehe jetzt einfach mal das Bett hier komplett fest, würde ich sagen. Right tight. Also so rum. Damit wir da komplett einmal dort sind. Damit wir nachher keine Überraschung erleben. Fest. Auch fest. Ein Traum. Okay.